So, weiter geht's hier im Atelier. Wir haben ja eigentlich alles hier soweit untersucht, ne? Können wir ja eigentlich wieder gehen. Sollen wir mal ganz kurz angucken hier. Auf der Staffelei findet sich eine Leinwand. Das Gemälde zeigt eine Bucht im Mondlicht. What a lovely painting. This may be my favorite room so far, but it feels somehow lonely. I can't put my finger on why. Es gibt noch eine Erinnerung, okay. Ja, dann waren wir doch noch nicht fertig. What did you remember? I've seen this picture, but before it was finished, it used to be of the ocean in the afternoon light. Okay. But now, it's the ocean at night time. I wonder why it was changed. Auf Staffelei findet sich eine alte Zeichnung eines jungen Mädchens. Ist eigentlich hinter der Staffelei irgendwas? Nee, ne? Doch! Ha, guck mal, was da ist. Ein Kranich, du! Da ist ein Kranich! Kamera! Scanvorgang! Badabum! So. Die Landschaft jenseits des Meeres. Okay. Wir haben die zwei noch nicht gefunden. Während ich so die leichte Brise des Meeres genoss und ganz entspannt zum Horizont blickte, musste ich an die wunderschöne Frühlingslandschaft in Sayokos Heimatort in Japan denken. Ich war seit über 10 Jahren nicht mehr in Japan. Das letzte Mal war ich mit Sayoko dort, um ihren Eltern von unserer Hochzeit zu erzählen. Auf dem Flug nach Haneda habe ich etwas Seltenes gesehen. Sayoko war nervös. Ohne Zweifel war sie beschäftigt zu überlegen, was sie ihren Eltern sagen würde. Schließlich war das ihr erster Besuch nach geraumer Zeit und dann hatte sie noch derart große Neuigkeiten im Gepäck. Um zu versuchen, sie zu beruhigen, nahm ich ihre Hand und bat sie, mir von ihrer Heimat zu erzählen. Sie erzählte mir dann von einem Fluss in der Nähe ihres Elternhauses. Im Frühjahr blühen dort die Kirschbäume und bieten einen wundervollen Anblick. Auch jetzt, all die Jahre später, sehe ich noch ihr Lächeln vor mir, als sie von diesen Bäumen sprach. Und am nächsten Tag war ich zusammen mit ihr unter diesen Kirschblüten unterwegs, um ihre Eltern kennenzulernen. Ich wollte immer noch mal nach Japan zurück, doch es hat sich bis jetzt nicht ergeben. Aber irgendwann wird es klappen. Und dann laufe ich unter den Kirschblüten entlang, die Sayoko so geliebt hat. Immer beim Aufleben. Aber das war jetzt mein Vater, das war wichtig, da musste ich dran gehen. So eine Scheiße, du. Oh, stehen geblieben. Ach ja, wir haben was gelesen, jetzt können wir weitergehen. Gibt's jetzt hier noch irgendwas zu tun? Wir gehen erstmal weiter, okay? Wir gehen erstmal weiter. Gab ja noch mehr Räume. Ich weiß auch wieder, wie das mit dem Klavier war, wie man an das Notenblatt rankommt. Weil ich ja schon aus der Richtung kam, ne? Genau. Mal sehen, ob ich es auch hinkriege. Gibt da irgendwo nämlich so ein Rätsel mit kleinen Figürchen, die man da draufstellen muss. Hab ich schon mal erwähnt, dass ich das Spiel wirklich, wirklich hübsch finde? Ich mag den kompletten Artstyle von dem Game. Wir haben das so schön geremaked. Wir werden es rausfinden, ne? Ashley. Gucken wir uns mal ganz in Ruhe um. Was haben wir denn hier so Spannendes? Bücherregal. So viele Bücher. Ganz schön beeindruckend, wenn jemand die alle gelesen hat. Ja, so viel habe ich auch gelesen in meinem Leben. Lustige Taschenbücher. Schublade. Mach mal auf da. Ein altes Album. Ein altes Album voller Fotos. Juli 1924, Spiele im Garten. Die jungen Herren Henry und Thomas sind gesund und entwickeln sich prächtig. Sie unternehmen alles gemeinsam und sind unzertrennlich. Der junge Henry kümmert sich rührend um seinen jüngeren Bruder Thomas. August 1932, sportlicher Wettbewerb. Herr Henry, intelligent und kräftig, Herr Thomas, aufrichtig und liebenswert. Wo die beiden klugen und ausgelassenen Jungen sind, verbreitet sich gute Laune. Am meisten freut sich Herr Edward über ihre Entwicklung. September 1934. Porträts der jungen Herren. Herr Henry will Maler werden, Herr Thomas Schriftsteller.
Sie sind nun wohlgeraten junge Männer. Der Hausherr wünscht sich von Herzen, dass sie ihre Leben so leben können, wie sie es sich wünschen. Na dann, auf geht's. Was haben wir da noch? Silbergeschirr. In der Kommode hin sich ein Silbergeschirr mit einem Vogel drauf. Ist das echtes Silber? Das muss ja antik oder sowas sein. Oh. Dieser Teller. Was denn die? Ich bin mir nicht sicher, aber ich fühle einfach, dass dieser Teller irgendwie wertvoll ist. Wertvoll? Dann machen wir die Schublade wieder zu. Ist das zumachen? Das Fach ist leer. Cool. Und hier? Das Fach ist leer. Cool, 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 cool. Bücher. Auf dem Schreibtisch stehen mehrere Bücher. Eine Schreibtischlampe. Eine staubige Schreibtischlampe. Und dann auch nochmal Bücher. Hier. Bücher. Ja, toll. Gut, dann dürfte es das hier gewesen sein. Ja. Wir haben also ein Album gefunden. Interessant. Was haben wir hier noch? Hm? Dieses Buch aber Bettlektüre. Bett. Es ist so sorgfältig gemacht. Wer auch immer hier geschlafen hat, hat Ordnung gehalten. Wenn ich das mal über mein Bett sagen könnte. Da morgens haben wir keinen Bock, das zu machen, bin ich ganz ehrlich. Ein komplett leerer Kleiderschrank. An der Wand hängt ein Porträt. Eine Erinnerung! Das ist ein Tresor, den will ich aufmachen. Den will ich knacken. Something the matter? I just remembered something. This was Wells's room. Wells? He was the butler of this mansion. He found me in here once and said to me, "Butlers safeguard all manner of important items for the people of their houses. So you mustn't enter my quarters at your whim." I wonder what sort of important items he was looking after. It was keys. Wells held every key for the mansion. They might be helpful for finding Jessica. Let's look around for them. Ja, der Raum des Butlers, genau. Anrichte. Die Schubladen sind völlig leer, nicht mal Müll oder sowas drin. Wandregale. Auf den Wandregalen finden sich Silbergeschirr. Dieses Silbergeschirr ist alt, aber hübsch. Wells hat es sehr gemocht. Er hat es immer poliert, dass man sich daran spiegeln konnte. Aber jetzt ist es so angelaufen. Das ist schon irgendwie schade. Wie seltsam. Was denn? Als ich das letzte Mal sah, waren es 4 Teller gewesen. Es ist wichtig, dass alle Teller zusammen sind. Und das hat Wells immer gesagt. 4 wichtige Teller. Hä? Wir wissen ja, wo 2 sind. Nee, ich glaube, wir wissen sogar, wo 3 sind. Wir wissen, glaube ich, wo alle sind. Warte mal ganz kurz. Ja. Schau dir diesen Teller an. Ja, das ist einer von Wells Silbertellern. Er hält einen Teller mit singendem Vogel. Sollte ihn dorthin zurückbringen, wo er hingehört. Und das ist jetzt die nächste große Aufgabe. Rauszukriegen, welcher von den Tellern wohin gehört. Das ist nämlich, glaube ich, gar nicht so einfach. Holen wir erstmal die anderen und gucken wir uns weiter um. Teeservice. Auf dem Tisch stehen eine Teekanne und eine Teetasse. Die aber schön. Die sind bestimmt antik. Ich wollte schon immer mal am Nachmittag eine schöne Teestunde machen. Winzige Tässchen, kleine Küchlein, das volle Programm. Mir ist gerade was eingefallen, Ashley. Ich habe schon mal aus der Tasse getrunken. Als ich das erste Mal in dieser Villa war, hat Wells Milchtee gemacht. Bah. Also entweder der Tee oder Milch, ja, beides zusammen. Typisch britisch. Oh ja, und dazu gab es immer ein Stück Schokoladenkuchen. Lecker. Oh, ich liebe Schokoladenkuchen, der wäre nicht. Jetzt werde ich neidisch und hungrig. Ich auch. Haha, wirklich? Aber ich habe Schokoladenkuchen sogar da. Der Tresor, haben will. Ein stabil aussehender Tresor. So ein stabiler Tresor. Bewacht bestimmt etwas ganz Wichtiges. Meinst du, du kannst ihn öffnen? Mal sehen. Nö, fest verschlossen. Dann hoffe ich mal, dass hier in der Nähe ein Hinweis ist. Boah, mal schauen. Geschirrregal. Das ganze Geschirr ist entweder Glas oder Porzellan, kein Silber. Aber, seht ihr, was ich sehe? Genau, ein weiterer Kranich. Und wir haben Eintrag Nummer 2. Geil.
läuft doch bei uns. Zack. Lawrence Edward, der Patriarch. Wie es scheint, war der verstorbene Patriarch dieses Anwesens, Lawrence Edwards, ein zutiefst misstrauischer Mensch. Er fand Gold auf dieser Insel und, brachte die Firma, die er daraufhin gründete, innerhalb von nur einer Generation zum Gedeihen. Anscheinend unterstellte er jedem, der sich ihm näherte, ein Dieb zu sein, der nur an sein Geld will. Das ging so weit, dass er schließlich nur noch Familienmitglieder erlaubte, das Anwesen zu betreten. Außerdem erzählte er überall die verschiedensten Mechanismen, die sein Eigentum vor Eindringlingen schützen sollten. Ich glaube, sein Misstrauen anderen gegenüber hatte auch einen negativen Einfluss auf seine Familie. Aus irgendeinem Grund findet sich in der ganzen Villa kein Hinweis auf seine Frau. Es gibt nicht mal einen Grabstein von ihr auf dem Friedhof. Ich habe keine richtigen Beweise dafür, aber ich habe die Theorie, dass sie irgendwann aufgehört hat, ihn zu lieben. Den Mann, der jedem misstraute. Sie muss die Insel endgültig verlassen haben, nachdem sie ihr gemeinsames Kind zur Welt gebracht hatte. Nach dem Anhäufen von so massivem Reichtum wurde Lawrence damit belohnt, dass ihn stetiges Misstrauen anderen gegenüber quälte, was ihn zu einem einsamen Mann machte, der die Liebe seiner Familie verloren hatte. Anscheinend blieb sein Herz jedoch zumindest einer Person gegenüber offen, dem Butler, der seiner Familie diente. Wenn man nach den Chroniken aus dem Zimmer des Butlers geht, beruhte die Solidarität auf Gegenseitigkeit und war unerschütterlich. Ja, nicht umsonst müssen wir jetzt Silberteller sammeln. Wie gesagt, wir wissen ja, wo noch mindestens zwei sind. Dann haben wir alle drei, ne? Das waren alle. So. Hier war doch noch einer. War doch auch ein Silberteller. Oder bin ich jetzt doof und das war nur ein Aschenbecher? Ja, das ist auch ein Silberteller. Auf dem Silberteller die Schokolade. Schau dir diesen Teller an. Ja, das ist einer aus Wells Silbergeschirr, das er so mochte. Teller mit pickendem Vogel. Ich soll den dort zurückbringen, wo er hingehört. Oh, guck mal, was da liegt. Hm, da ist etwas. Ein Bild lag unter dem silbernen Teller. Ein Bild von Mama. Und jetzt erinnern wir uns an etwas. Cool. Hurry, Ashley. Hide. Right. I remember who said that. It was Mom. The woman in the photo is your mother? That must mean the baby is... Yeah. It's me. This must be Dad's photo. Erhalten Foto von Mama. Cool. Gut, zwei Silberteller. Dann mal los. Ist da oben eigentlich noch irgendwas drauf? Gut, war jetzt noch in dem Raum mit dem Klavier ein Silberteller? Ich bin mir gerade unsicher. Wir gucken mal. Tut ja nicht weh. Tut ja nicht weh. Hier oben kam man nirgendwo rein, ne? Das war alles zu. Ja. Tür zum Hof ist fest verschlossen. So, wir müssen dann wieder ganz zurückgehen. Und hoffen, dass da der letzte Silberteller ist, den wir brauchen. Dann müssen wir irgendwo Hinweis finden, wie wir das richtig rumbasteln. Ich meine, ja, bei dreien ist jetzt nicht so schwer rauszufinden, wo da das dann hingeht, die Reise. So viele Optionen gibt es da nicht. Aber man weiß ja nie, nicht? So, war jetzt hier einer, oder war das nur ein Aschenbecher? Nein, das war ein Silberteller. Der als Aschenbecher missbraucht wurde. Ein Aschenbecher voller Zigarettenkippen. Hm. Irgendetwas ist mit diesem Aschenbecher. Was denn? Mach ihn mal sauber. Ja, na gut. Das Entfernen der Kippen und der Asche enthüllt ein hübsches Vogelrelief. Wow, was ist das? Ich dachte es mir schon. Dieser Aschenbecher stammt aus dem Zimmer des Butlers. Wir nutzen einen Silberteller, einen Teller aus Silber als Aschenbecher. Da bin ich wütend. Das ist ja so Blödsinn. Teller mit fliegendem Vogel. Gut, wir haben einen fliegenden, einen pickenden und einen, weiß der Geier, was er macht. Fakt ist, wir haben die drei Teller und ich bin froh, dass mein Gedächtnis noch funktioniert. Ich bin zwar alt, aber noch nicht doof. Ist gut. So, auf da. Und ich bin übrigens auch sehr, sehr dankbar, wie gut ihr Another Code aufgenommen habt, wie viel Spaß ihr dran habt. Das macht mir auch sehr viel Spaß und dafür vielen, vielen Dank. Und natürlich, wenn es euch gefällt, dann lasst einen Daumen nach oben und ein Abo, damit mich sehr freuen, den Kanal sehr helfen. So, Della.
die Tellerchen. Okay, wir haben jetzt 3 Teller. Ups, falscher Knopf. Ich wollte das DAS gar nicht anmachen. Ich wollte hier hingehen, unsere Liste. Dann mach doch mal den Teller mit dem singenden Vogel. Was? Hm? 4 Teller. Wenn es so wichtig ist, dass sie zusammengehören, dann reihen wir sie mal auf. Wells würde sich bestimmt darüber freuen. Rätseltime, Leute! Hier haben wir einen... Was bist du für einer? Silbergeschirr. Nur das Regal mit dem Teller ist nicht auf der gleichen Höhe. Ja. Muss doch bestimmt richtig sein. Mach doch mal hier den mit dem singenden Vogel hin. Und dann machst du hier den mit dem pickenden Vogel hin. Okay, und hier machst du den mit dem fliegenden Vogel hin. Wir haben alle 4, aber es passiert nichts. Könnte die Art der Anordnung etwa genauso wichtig sein wie ihre Vollständigkeit? Erinnert sich daran, wie sie damals angeordnet waren? Nee, leider nicht. Auf denen an der Wand und hier könnte eine Art der Anordnung... Machen wir mal weiter. Dann nimm mal den hier wieder weg. Den auch. Den auch. Hier ist der Große. Ja, hier ist der Große. Dann würde ich sagen, wir packen den anderen Großen hier an die Seite. So. Wow. Bingo! Die Halterung hat sich gesenkt. Das muss eine Art Mechanismus sein. Wenn ich jetzt so gemerkt hätte, welchen ich jetzt da hatte und wen da, ne? Der Pickende war der Zweite, aber dann kommt der Pickende hier hin. Teller mit... oder? Ja doch. Pickender Vogel. Ha, ich bin ein schlauer Mensch. Ha, ich bin ein Genie. Ich bin Zweistein. Jawohl, ja. What? This was some sort of puzzle all along? Look, there's something in there. Ich frage mich, was da drin ist. Eine Rolle. Was ist das? Eine Karte der Villa? Huch. An der Stelle des Zimmers steht was geschrieben. Erhalten Karte des Anwesens. Wenn du nicht weiter weißt, ruf mit Hilfe von L die Karte auf. Vielleicht entdeckst du dort einen Hinweis. Ich sollte mir Notizen über alle Sachen machen, die ich finde. Sehr gut. Hat Frannys Vater die Bilder gemalt? Ja. Butler. Wir müssen noch hier hin, aber da ist alles zu. Alles verschlossen. Nee, im Drawing Room waren wir ja schon. Stimmt, wir sind jetzt von oben da. Ja, genau. Ansonsten gab es hier oben nichts, ne? Er ist leer. Der Er ist leer. Okay, dann den kriegen wir noch nicht auf. Gehen wir mal weiter. An der Tür ist ein Schloss. Führt diese Tür zu dem Zimmer mit dem Klavier? Oh, ich kann sie aufschließen. Klack. Die Tür ist offen. Damit können wir dahin jetzt zurück. Jetzt bin ich aber wieder überfragt, wo wir weiter können. Jede andere Tür ist ja zu. Da waren wir noch nicht. Im ersten Stock kommen wir auch nirgendwo hin. Muss also noch irgendwas hier für uns geben, was ich jetzt noch nicht gefunden habe. Ja, im Salon haben wir aber eigentlich auch schon alles gemacht soweit, ne?
unten war ja auch nichts, auch nichts mehr. Schmutziger Zierteller. Das könnte eine Landschaft sein, aber es ist schmutzig, dass ich nichts erkennen kann. Na, das ist eine Vase. Diese Vasenblumenmuster sieht echt hübsch aus. Darauf sind so viele kleine Blüten zu erkennen. Ja, warte, gehen wir jetzt wieder zurück. Na, wir haben ein bisschen was geschafft in der Folge. So ist es nicht, ne? Gehen wir mal ins Zimmer des Butlers. Wir müssen den Tresor aufbekommen, das ist mir schon klar. Es muss hier noch was geben. Es gibt's nicht, dass es hier gar nichts mehr gibt. Ah, der Koffer. Da muss was drin sein, aber anscheinend nicht. Mach doch erstmal auf, wo du sagst, da ist nichts drin, Mädel. Mädchen, was stimmt mit dir nicht? Ein Eimer. Dieser Eimer wurde ewig benutzt, er ist vollkommen verrostet. Ja. Und hier ist nur das Geschirrregal, weil ich mal ein Tresor, wenn ich es machen kann. Die Anrichte, wo wir aber nichts aufmachen können. Wells always said that this silver tableware represents the family. Like, each person got their own special piece? Yeah. A new piece was added each time the family grew. I think the biggest goblet is for my great-grandfather. And these small plates are me and Franny. I see. Then, who's this big plate supposed to be? Now that... I can't remember. But at least the family is all back together now. Oh yeah. I guess you're right. Hilft uns aber alles nicht weiter gerade. Na, weiter gucken. Wir haben einen Shortcut geöffnet, ja. Brauchen aber unbedingt noch einen Schlüssel zu Frannys Raum. Generell Schlüssel. Hier war nichts mehr, ne? Ich kann hier immer noch hin, das ist ziemlich interessant. Hier ist nichts außer der Zettel. Schublade kann ich auch nicht machen. Bill coming. Farbe? Palette? Kunstvoll aus. Ist hier vielleicht irgendwas? Hier kann ich nicht mal ran, okay. Ein Sortierregal für Blätter, scheint nichts natürlich zu geben. Ja, Und oben irgendwas? Kann ich hier oben noch irgendwas sehen? Warte, da war was. Pinsel. Ob man diese Pinsel benutzen kann? Die Borsten sehen steinhart aus. Ja. Hier habe ich nichts oben, okay. Hier ist eine alte Staffelei. In der Ecke des Raums scheint eine lange nicht benutzte Staffelei. Das ist mehr. Aber das ist hier bei allen Fenstern. Ein rostiger Eimer. Wo könnte... Dieses silberne Geschirr repräsentiert die Familie. Ja. Ja, das hilft uns nur alles gerade nicht wirklich weiter. Ob wir jetzt im Foyer vielleicht noch was finden? Die Tür ist fest verschlossen. Die Lampe sieht aus wie eine Blütenknospe. Schade, dass es nicht an ist. Ja, ein Lichtschalter habe ich noch keinen gesehen hier. Stimmt schon. Ich werde dich irgendwo irgendwas übersehen.
Irgendwo habe ich irgendetwas übersehen und ich weiß jetzt nicht wo. Und dadurch bin ich hier wieder wild am Rumsuchen und finde aber trotzdem nichts. Ein Hinweis auf den Tresor. Das ist doch aber... Die Tür... Doch, die Tür ist zu. Ah, hier ist alles zu, verdammt. Verdammt, ich will da raus. Die sind auch alle zu, ne? Ja. Ich kann nur in die paar Räume, wo ich jetzt war, aber dann... Und oben kann ich auch nirgendwo hin, ne? Hier ist auch alles dicht. Ja, hier ist auch alles dicht, bis auf die eine... Aber ich kann noch weiter nach oben. Warte mal. Warte mal. Ich habe gerade was gesehen. Oder ist die Treppe nach unten? Kann natürlich auch sein, dass die Treppe nach unten ist. Ja, das ist nach unten, ne? Die geht nicht nach oben, die geht nach unten. Ich brauche die Schlüssel für die ganzen Türen hier. Weil ich weiß, das hing mit dem Musikding zusammen. Ach, die Tür zum Hof ist fest verschlossen. Ich hasse es, wenn ich nicht weiterkomme, das nervt mich. Diese Kackblume, der ich nichts machen kann. Es muss was im Raum des Butlers sein, das ich übersehe. Da bin ich mir sehr sicher. Ich glaube nicht, dass es hier ist. Guck hier oben nochmal rum. Vielleicht kriegen wir hier oben noch irgendwas zu sehen. Dahinter ist ja auch nichts. Unten ist auch nichts. Folge ist auch wieder vorbei. Ach, Leute. Spiele blind spielen ist anstrengend. Wisst ihr das? Aber macht aber Spaß. Macht sehr viel Spaß. Okay. Sind wir wieder hier. Unverrichteter Dinge. Das Bücherregal. Du bist doch der Herr über alle Schlüssel. Du musst doch irgendwo einen Hinweis über deinen blöden Tresor haben. Wells muss... Was ist los? Wells muss Bücher geliebt haben. Hier auf dem Schreibtisch sind wahre Berge. Ja, dann lies doch mal irgendwas davon. Es sind verschiedene Arten von Büchern. Da muss doch bestimmt irgendwo ein Hinweis sein. Für seinen bescheuerten Tresor. Da kann ich nichts mit lesen. Hier vielleicht nochmal. Oh, warte. Ich habe eine Idee mit dem Code. Das Album. Bestimmt ist der Code für den Tresor hier irgendwie drin. 1924. Ich hab das mal aufgerollt, das ist ja wichtig. Wo habe ich hier einen Block? Da. Also 1924, 1932, 1934. Bestimmt eine Zahl davon ist wichtig. Maler werden mit Schriftsteller werden. Sind nun wohlgeratene junge Männer. Der Hausherr wünscht von Herzen, dass sie ihr Leben so leben können. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das noch wichtig wird, diese Daten. Bücher, jawohl. Warum ist das Fach leer? Das ist doch Schwachsinn. Eine alte Lampe. Also ohne Grund wird das Album nicht offen bleiben. Okay. Da ist ja dann auch noch ein Buch. Nein, warte. Beistelltisch. Auf dem Nachttisch finden Sie ein dickes Buch in einer Tasse. Kannst du aber auch nichts mit anfangen. Und hier ist wirklich nichts drin? Nichts außer Spinnweben. Ich hoffe, nachdem wir das gesammelt haben, ist Wells nun endlich zufrieden.
da wohl drin ist? Nein, fest verschlossen. Du kennst die richtige Kombination, oder? Leider nicht. Meinst du, Wells hat sie irgendwo aufgeschrieben? Aha! Okay, was habe ich jetzt gesagt? Scheiße. Wir geben mal alle Zahlen ein. Wo haben wir denn die 19? Geht der heute über die 3? Nee, der geht doch gar nicht bis zur 34, oder? 26, 27? Nee. Hm. Nee, geht nicht auf. Die Kombination muss falsch sein. Vielleicht finden wir hier irgendwo einen Hinweis. Ja, ich hab doch schon einen gehabt. Da in Dings, in dem Buch. Das ist ja nicht umsonst da. Ich bin mir nur gerade unschlüssig, was genau davon jetzt die Kombination ist. Ich kann jetzt nicht rumraten, aber da kommen wir auch nicht weit, ne? Ich versuch's nochmal, indem ich einfach mal diese Schritte durchgehe. Oh Gott, ich muss die Folge beenden. Also. Nochmal 19 Schritte. Ich hab nicht mitgezählt, ich Idiot. Ich bin ein Profi. Ich bin ein Adventure-Profi. Das gibt's doch gar nicht. Aber das müssen die Jahreszahlen sein. Also das nochmal. Nach links drehen, nach rechts drehen. 3. Okay, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 9. Es geht ja einen weiter. Muss ich mich verarschen, Kollege? Es kommt wohl auch darauf an, ob ich nach links oder nach rechts drehe. War ja auf die Karte geschrieben, die wir gerade gefunden haben? Auf die Karte, die wir gerade gefunden haben. Was für eine Karte? Wir haben keine Karte gefunden. Ach, du meinst das hier, warte. Da ist die Kombination. Oh, Himmel! Lies doch einfach die Karte, wenn da steht, dass die Karte an Ort tut. Die war jetzt kaputt. Jetzt geht's wieder. Irgendwie gequetscht. Da steht die Kombination. Okay, also Leute, das machen wir jetzt noch. R17 L4. Ey, Kugelschreiber, jetzt gibt nicht auf. Extra mal guter Nintendo-Kugelschreiber. Hier. Nintendo. Dann haben wir R6. R6 und L20. Gut, okay, also. Hoffentlich kriegen wir das hin. Ich muss das genau mitzählen. Ja, ich krieg ihn auf, keine Sorge. Also. Rechts 17. 17. L4. 1, 2, 3, 4. Der ist ein Zweit gegangen. Mann. Hey. Ja, ich hab den Code doch schon, aber ich bin eins zu weit gegangen, dusseligerweise. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16, 17. Ah! Controller, hör auf mich zu ärgern. Mann. Ich hasse es. Also nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So.
Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig. Ich muss das in einem Satz machen. Oh Gott, Leute. Okay, ich gebe dir noch one go. Also von der 0, 17 weg, müssen wir bei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Zwei Striche nach der 15. Gut, jetzt 4. Dann 6. 6. Und dann 20. Also von der 11 auf die 1. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Hä? Ich hab doch alles richtig gemacht, warum hat das nicht geklappt? Warum hat es gerade nicht geklappt? Ich bin verwirrt, Leute. Ich hab doch alles perfekt ausgerechnet gerade. Nach rechts drehen 17. Damit hören wir auf. Zwei Striche hinter der 15, logischerweise. Dann 4. Dann 6. 2, 3, 4, 5, 6. Und dann 20. Mal das mitzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ja, das ist da, wo ich aufgehört habe. War die falsche Richtung, ich weiß. Ich bin Adventure-Profi oder so ähnlich, ne? Ich will es nochmal gesagt haben. Fuck it, ey. Und dann geht es auf die Null. Hä? Ich versteh's nicht. Ich gebe das genauso ein, wie es da steht. Ich habe es ja extra aufgeschrieben. Weil ich zeig's euch gerne. Ich habe es genauso aufgeschrieben, wie es da auf der Karte steht. Aber es will nicht. Es will einfach nicht. Ich bin jetzt mal frech und bin jetzt mal andersrum gerade. Ich bin jetzt mal richtig frech und bin jetzt andersrum. Also. So, und jetzt die 20. Das geht dann runter bis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay. Ich bin gespannt. Es passiert nichts. Also ob ich so rum oder so rum mache, es geht nicht. Was mache ich falsch?
Wisst ihr, was ich falsch mache? Ich gehe genauso viele Schritte in die Richtung, nicht auf die Zahl in der Richtung. Pass mal auf. Oh, Heilige, bin ich doof. Also, jetzt rechts 17. So, 17. Dann links 4. Dann rechts 6. Und dann die 20. Ich hab's jetzt. Der Tresor ist auf. Well done, Ashley. Okay, let's see what we have here. This is... Yes, a key. Two keys, as a matter of fact. Now we can get into those locked rooms. Blumenschlüssel und dreiblättriger Kleeschlüssel. What's this notebook? Wells must have written it. 1916. Wir erhalten traurige Nachricht. Zwar haben wir endlich erfahren, wo sich der junge Herr Leonard aufhält, doch es war zu spät. Er ist durch die Epidemie ums Leben gekommen. Wir nahmen seine beiden Kinder auf. Herr Edward richtete zwei neue Zimmer für seine Enkel ein. Das Zimmer des Goldvogels und das Zimmer des Silbervogels. Die beiden Jungen sind mir nur über den Kopf gewachsen. Thomas geht auf dieselbe Universität wie sein Bruder Henry. Herr Henry, intelligent und kräftig. Herr Thomas, aufrichtig und offen. Herr Edward freut sich wohl am meisten über ihre Entwicklung. Das Problem der Nachfolge ist damit aus der Welt. Die jungen Herren Henry und Thomas heiraten beide. Es kommt, wie ich befürchtete. Herr Henry und Herr Thomas werden in den Krieg geschickt. Der Krieg hat sich ausgeweitet und sie wurden beide an die Front gerufen. Ich kann nicht beschreiben, wie sehr sich Herr Edward sorgt. Ich bete inständig dafür, dass den beiden nichts zustößt. 45. Der Tag der Rückkehr der beiden. Endlich ist er gekommen. Welch übergroße Freude, dass beide jungen Herren diesen schrecklichen Krieg überlebt haben. Doch Körper und Geist haben im Krieg Wunden davongetragen. Herr Henry schließt sich im Atelier ein und starrt endlos auf die Gemälde, die er einst erschuf. Tägliche Verrichtungen, sogar das Essen, bereiten ihm große Schwierigkeiten. Herr Edward hat erkannt, dass Hilfe vonnöten ist, deshalb wird Herr Henry und seiner Familie auf der Insel bleiben. Dem einige Tage bei uns verbracht hat, ist Herr Thomas in sein Zuhause auf dem Festland zurückgekehrt. Er zeigte die ihm eigene positive Art, doch mir war, als würde sich eine finstere Wolke über ihm befinden. Hoffentlich erholen sich die jungen Herren bald von den Anstrengungen. Herr Edward verfasst sein Testament. Herr Edward erkrankt schwer. Was habe ich nur getan? Hätte ich doch nur niemals diesen Brief geschrieben und sie zurück auf die Insel gebeten. Also sehr ich es auch bereue. Ich kann es nicht ungeschehen machen. Es ist meine Schuld. Es ist alles meine Schuld. Vielleicht wird eines Tages ein Nachkommen der Familie Edwards seinen Weg hierher finden. Für diesen Fall lasse ich ihnen ein paar Blaupausen in meinem Schrank. Ich hoffe, sie werden sich dann als nützlich erweisen. Ich bete dafür, dass die Seelen von Herrn Edward und der anderen ihren ewigen Frieden gefunden haben. This Mr. Edward must have been your great-grandfather, Dee. You're probably right. Henry and Thomas, if they were brothers and they were Lawrence's grandchildren... Dee? You all right? Henry, enough already. What are you trying to say, Thomas? I just remembered something. Back then, Uncle Henry called my father Thomas. Thomas? Your father's name is Thomas! Dee! That's great! You remembered your dad! Franny's father is Henry, Dee's father is Thomas. And Henry and Thomas were brothers. They died on this island in the same year. I wonder what happened. Dee looks so upset. He's probably wondering the same thing. Okay, Leute, das war ein hartes Stück Arbeit gerade. Ich lasse euch das aber uncut drin, damit ihr sehen könnt, wie doof ich mich angestellt habe. Wisst ihr, warum ich so verwirrt war? Weil ich zur selben Zeit gerade noch Resident Evil 2 Remake kurz durchgeballert habe und da ist es relativ egal, ob ihr die richtige Schrittzahl macht oder einfach auf die Zahl geht. Es geht beides tatsächlich.
Und deswegen war ich hier eben auch so, dass ich die Schritte gezählt habe und ich auf die Zahlen gegangen bin. Es ist so offensichtlich, aber ja, das geht auf meine Kappe. Nichtsdestotrotz, vielen Dank fürs Dabeisein. Macht's nicht gut, macht's besser, euer Schraubse. Es kann nur noch lustiger werden. Geiles Spiel, unbedingt spielen, Leute. Bis zum nächsten Mal, euer Schraubse. Ciao.